Also, ich gehe dann mal. Heute Nacht soll man richtig gut Sternschnuppen beobachten können. Ich weiß auch genau wo. Wir müssen uns die alle gemeinsam ansehen. Komm. Komm, leg dich zu mir. Hier ist mein Lieblingsplatz. Oh, das Gras ist ja ganz nass hier. Dann komm doch ein bisschen näher, Baby. Komm, hier auf meine Jacke. So ist es besser, oder? Du bist ja ganz kalt. Ich wärme dich ein wenig. Ah, dieser Sternenhimmel. Ist das nicht großartig, Honey? So wunderschön. Und jede Nacht verändert er sich ein wenig. Er ist nie gleich. Schau, da ist der Schlangenträger und rechts davon das Sternbild des Skorpions. Wo? Na da, direkt unter dem Wagen. Siehst du den hellen Stern? Das ist der Mars. Links. Das ist der Saturn. Und dazwischen der Skorpion. Wie eine Gabel sieht das aus. Meinst du das? Ja. Ich dachte immer, der helle Stern sei die Venus. Baby. Die Venus kann man doch im Juni gar nicht sehen. Da ist sie hinter der Sonne und erst im August sieht man sie wieder. Ich dachte, die Venus ist immer da. Nein, mein Kleines. Die Venus ist wie die Liebe. Sie kommt und geht. Aber die wahre Liebe bleibt. Komm, lass uns zu den anderen gehen. Ich habe Hunger. Du auch? Los, komm. Wer zuerst da ist. Lea, warte! Deine Jacke! Lea, wo warst denn du? Mann ey, wir hätten schon lange weiterziehen können. Jetzt hocken wir hier im Dunkeln und es wird langsam echt kalt. Lasst uns einen Platz suchen und ein Lagerfeuer machen. Gute Idee. Super Idee. Es ist dunkel. Wie sollen wir jetzt noch das Holz zusammensuchen? Und wo sollen wir das Zelt aufschlagen? Ich will auch irgendwann mal schlafen gehen. Mike, du suchst das Holz zusammen. Honey und ich kümmern uns um die Feuerstelle. Alles klar, mach ich. Wir sollten ein paar große Steine sammeln. Das kriegst du doch hin, oder? Klar, ich denk schon. Hilfst du mir? Claro. Sag mal, Honey, wie alt bist du eigentlich? 16. Aber im August werde ich 17. Ganz schön jung. Machen sich deine Eltern gar keine Sorgen? Es ist doch schon recht spät. Meine Eltern sind verreist. Eine Woche in Mallorca. Ich bin allein zu Hause. Super, dann kannst du ja genauso gut heute bei uns übernachten. Wir haben noch einen Platz im Zelt. Ich weiß nicht so recht. Das wird lustig. Und morgen gehen wir alle zusammen bei Fabio brunchen. Typisch du, Lea. Gleich wieder die Kohle raushauen, die wir eingenommen haben.
Ich dachte, wir wollen was zur Seite legen. Das können wir ja immer noch machen. Hey, das ist unsere erste Nacht mit Honey. Und da wollen wir ihr doch was Schönes bieten. Außerdem haben wir bei dem Auftritt vorhin so viel Geld gemacht wie noch nie. Dank Honey, weil sie so toll gesungen hat. Vergiss das nicht. Das ist nur fair, Eleonora. Lea hat recht. Wann immer du magst, das Gute liegt doch gar nicht weit. Mit wenig Geld und wenig Zeit ist man, was man gerne macht. Was du magst. Und du gehst rein und freust dich aufs Essen. Alles Schöne für den Tag, wo du gern bist, weil man gut ist. Bei McDonald's. Oh Mann, hier geht es so beschissen. Ich habe so Kopfschmerzen und mir ist dermaßen schlecht. Das kommt davon, dass du so viel trinkst. Und dann auch noch Rotwein. Mike, du weißt doch, dass du Rotwein nicht verträgst. Du hast eine Histaminintoleranz. Eleonora, bitte. Nicht so viel quasseln. Danke. Soll ich dich massieren, Mike? Das hilft dir doch immer. Nicht jetzt. Später vielleicht. Hallo, Schönheit. Und wen hast du denn da mitgebracht? Ist das nicht die Sängerin von gestern? Wie heißt du denn? Honey. Sehr erfreut, Honey. Ich bin Snake. Hör mal, Lea. Yep. Ich wollte euch was fragen. Wir machen diese Woche doch eine große Sonnenwendfeier in der Scheune. Und ich würde euch gerne engagieren. Natürlich mit der grandiosen neuen Sängerin. Wie sieht das aus? Habt ihr Bock? Klar. Was springt denn dabei für uns raus? Komm, Mike. Lass es uns unter Männern verhandeln. Damit wollen wir doch die hübschen Künstlerinnen nicht belasten. Warte, Mike. Ich komm mit. Warum? Ja, naja, weil... Setz dich wieder hin. Ich bin gleich wieder da. Aber ich komm mit. Nur kurz.